Und damit wieder herzlich willkommen zu einem neuen Opening hier auf meinem Kanal. Und wir haben ein paar silberne Sturmwinde bekommen, wie ihr seht. Ja. Tauschen nämlich auch immer mal. Ich meine, ich habe ja nichts dagegen, diese Sonderkarten, die wir hier ziehen, die Golden oder die Full Arts, zu vertauschen. Vor allem nicht, wenn wir dafür viele Booster bekommen. Weil ich bin ja selber kein Spieler und auch online kein wirklicher Sammler. Ich öffne ja hier. Ich meine, wir haben hier recht krass viel schon. Das kann man nicht ausschließen, aber wir beherrschen das Spiel halt nicht. Darum können wir auch mal hier eben 19 Smogons haben. Wir öffnen ja, weil wir lustige Karten sehen wollen. Und die lustigen Karten wollen wir jetzt auch hier sehen. In Zenit der Könige. So, Gallamauzi Reverse. Und da oben ist auch die normale Version. Ach komm, lass dich anzeigen. Und es fängt an mit einem Mewtwo Holo. Pumpe und Limit Bruch. Ein richtig cooles, abgespacedes Artwork. Das könnte schon mal ein guter Start sein. Ein gutes Omen. Ein gutes Omen, das uns direkt ein Doppelhit-Pack bringt. Bestehend aus Saila. Diesmal als Reverse mit Autogramm und. Ernsthaft? Es gibt Grilchita Vista? Ich meine, ich weiß nicht, wer von euch alle schwarz und weiß gespielt hat. Viele, die die Videos hier öfter verfolgen, wissen ja, Schwarz und Weiß ist eine meiner Lieblingseditionen. Aber ich habe nie die Affen trainiert. Ich meine, man bekommt einen gratis vor der ersten Arena, dieser Dreifach-Arena-Leiter. Aber ich habe ihn nie wirklich weiter benutzt danach. So, Europe. Und Pandagro. Wow. Der düstere, auf die Fresse, Gartenkresse, Kung Fu Panda. Ja, schmeckt. Schon. Wir wollen mehr, wir wollen die dicken Karten, wir wollen endlich mal einen Shiny ziehen. Cleoparda Reverse. Auch eine sehr schöne Karte von einem sehr schönen Pokémon und einem sehr schönen Artwork. Und das andere Luxtra, das kampfbereite Britzer Luxtra. Und wieder haben sie es versäumt, dieses Artwork mit einem Holo, mit einem potenziellen Holo aufzuwerten. Pokémon, warum hasst ihr Luxtra so sehr, dass ihr seine Schönheit nicht mehr Ausstrahlung gibt? Ich werde es nie verstehen. So, was haben wir? Wir haben ein Sepurzel in einem echt süßen Artwork. Wir haben ein Amphira, was immer noch eines der schönsten Shiny-Pokémon ist und ich diese Shiny-Karte unbedingt ziehen will oder haben will. Gibt es sieben, muss mal gucken. Erstmal gibt es ein Pummel-Altaria in der Full Art. Ach, sieht das niedlich aus. So schöne Mädchen-Kinderzimmer. Ehrlich. Und nochmal direkt das schlummernde Luxtra, das niedliche. Und weiter. Weiter ins Verderben. Wir ziehen Karten, bis wir sterben. Doppel-Iguana. Diese Doppelbooster, die. Man spürt irgendwie, da ist drin etwas. Ich spüre es in meinen Jellies. Eine Holo. Feuerenergie. Nett. Nett. Ich dachte, die Holo-Energien sind immer auf dem Reverse-Slot. Naja. Hier wohl nicht. Oh ja, wir haben schon wieder so ein Doppelpack mit Starer Lily diesmal. Eieiei. Und wir ziehen Kate. Auch als Holo. Die Jute Kate mit ihrem schönen Tee da, mit Autogramm dabei. Auch da ist ein Winkel im Hintergrund. Super. A Big City Girl. Come on. Come on. Dann haben wir nochmal die Holo-Energiekarte.
Und das verträumte Luxak, ja, das nimmt irgendwie seltsame Schwingungen an. Oh, ein Doppelhitpack. Ein Doppelhitpack. Reflex mit. Ah, das ist eine Band. Guck mal, da ist dieses Gene Simmons Pokémon und der Affe, der Trommelaffe. Das ist ja cool. Das wäre auch so stelle ich mir auch CD-Cover in der Pokéwelt vor. Und ein Zwolog als Non-Holo. Er hat es zu einer Rare geschafft. Und unser letzter Booster für diese Folge. Jetzt noch mal geil. Jetzt noch mal geil, jetzt noch mal geil. Oh. Ein Raikou. Das nehme ich. Das ist geil. Das nenne ich geil. Das nenne ich. Dazu sage ich, es wird schon mal wieder geil. Und nochmal das verträumte Luxra. Aber mit diesem Raikou gehen wir aus dieser Folge. Ich danke fürs Zuschauen und wenn euch das Projekt gefällt, gerne mit einem Daumen nach oben bewerten, Abo da lassen und bis zum nächsten Mal. Ringgerockt.